Ja, hallo und grüßt euch. Ich nehme euch wieder mal mit auf eine Tour. Marbacher TV. Diesmal gehen wir zum österreichischen Netzwerktreffen Barrierefreiheit. Und ich habe noch keine Ahnung, was genau mich da erwarten wird, aber wir werden es gemeinsam rausfinden. Barrierefreie Architektur ist schick, ist hübsch. Barrierefreiheit fällt nicht auf, wie mancher sogar meint. Barrierefreiheit funktioniert einfach, ist nutzbar, wenn es in die Architektur integriert ist. Es gibt gute Orientierung durch kontrastreiches Bauen und barrierefreie Architektur ist en vogue und ist zeitlose Architektur. Behindertengerechte Gestaltung von Wohnraum und der entsprechenden Umwelt. Barrierefreies Bauen, wie ich es sehe, ist eine Qualitätsverbesserung für alle Menschen, seien sie ganz jung, Jungfamilie, bis hin zu betagten Menschen, alten Menschen, aber auch also für Familien, die nach einem Unfall, sei es durch einen Unfall im Freizeitbereich, also doch verschiedene Einengungen oder Einengungen haben. Und wenn man das rechtzeitig durchführt, plant, kostet es auch nicht. Und es ist eine Qualitätsverbesserung bzw. eine sicherheitsrelevante Sache, die allen Personen etwas nützt. Barrierefreie Architektur bedeutet für mich, alle gemeinsam, bedeutet, die Familie bleibt zusammen, bedeutet, ich kann mit meinen Freunden gemeinsam etwas unternehmen, bedeutet, wir sind alle eins und jeder ist gleich viel wert. Barrierefreies Bauen ist für mich ein Querschnittthema und ich habe an und für sich lieber den Ausdruck, obwohl er englisch ist, Design for All, weil er trifft einfach, der englische Begriff trifft einfach wesentlich mehr die Bedürfnisse, die damit abgedeckt werden. Weil im Grunde ist der Mensch von der Wiege bis zur Bahre in irgendeiner Form immer wieder behindert. Und ich denke, darum ist Design for All wahrscheinlich der bessere Ausdruck, der für mich selbst erklärend ist. Ich habe mit Architektur im Teilbereich zu tun, weil ich vom Türbeschlag und von Tür komme. Und da gibt es ja selbst in diesem kleinen Bereich Probleme mit Barrierefreiheit, Bedienkräfte und diese Dinge. Ich sehe Barrierefreiheit als absolute Notwendigkeit, nur zu viele wissen das noch nicht. Barrierefreiheit steckt noch sehr in den Kinderschuhen, leider Gottes. Wir sind dabei, das Bewusstsein zu schaffen auf mehreren Ebenen. Das heißt, es ist nicht nur, sollte nicht von unten herkommen, also von den Nutzern. Wir haben, glaube ich, mehr Chancen, wenn wir Entscheidungsträger dorthin bringen, dass sie das Thema Barrierefreiheit besser verstehen und dadurch natürlich auch Lösungen einfordern. Da spreche ich im Speziellen von der politischen Ebene, von der wirtschaftlichen Ebene und natürlich auch von den Planenden und Ausführenden. Für mich ist barrierefreies Bauen auch die Bedürfnisse sehschwacher und blinder Menschen zu berücksichtigen. Ein Schritt vor, zwei Schritte zurück. Gestaltung und Barrierefreiheit passt wunderbar zusammen und Barrierefreiheit kann selbstverständlich oder sollte und kann auch selbstverständlich in die gestaltete Umgebung einfließen. Es macht alle glücklich. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Vorstellung davon, was barrierefreie. Ich hoffe, ihr habt jetzt eine Vorstellung davon, was barrierefreie Architektur bedeutet. Das war mein Besuch im österreichischen Netzwerk Barrierefreiheit. Und ja, ich höre es Freitag, ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Würde mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet und nächsten Freitag wieder dabei seid. Hier auf Marbacher TV. Danke und habt ein schönes Wochenende.